Skalauf, 1000 Meter der Frauen, wieder bei Kerstin Hirscher, Katrin Kiefer, Melia Kehrer, Navarina Power, Patricia Jakob, Florina Keil, Anna Karina Becker, Sarah Hessig, Lena Sofia, Sarah Jung, Lara Alemanni, Ulrike Deckhardt, Christine Gent, Vera Hoffmann, Stephanie Barmes, Katharina Groß, und der Zuschauer Wolfgang Schmidt von der NG Esslingen, der Hase hier im Feld. Und die erste Bremen aus dem Schmidthausen hier. Unser Maskottchen Bertie macht vor. Damien Matthias direkt hinter Wolfgang Schmidt und dann auf dritter Position die Läuferin aus München, Maren Kallis. Das sind die beiden, die am Ende auch vorne erwarten. Ja, Fixläuferinnen können den Tempo und den Raten folgen. Schwierig ist natürlich, die Regen, die Dauerregen hier im Schönbrunnenstadion. Aber es sieht gut aus, was Sammy Matthias hier zeigt. Ganz, ganz locker auf Maren Kallis. Wieder Dritter von Wolfgang Schmidt. So, hier oben in die Kurve, könnt ihr euch schon mal einklatschen. Auf geht's! Vera Hoffmann aus Luxemburg ist auch noch gut mit dabei auf Platz 3. Also die Luxemburgerinnen führen mit Charlie Matthias, dahinter Maren Kallis. Und dann Vera Hoffmann. Eine der drei macht, da bin ich mir sicher. Es sieht nach Charlie Matthias aus. Luxemburg vor München, weil die nächste Luxemburgerin, die greift jetzt die Karte gar nicht an. Herr Hoffmann, geht vorbei. Aber vorne. Charlie und Matthias, im Ziel, 42, 98. Gerade ist bekannt über der Rennenzeit von den Schulen im letzten Jahr. Und damit das Ganze gleich auch noch geht, weiter mit der von angehörigen Siegerung 300 Meter weiter.